Eigentlich müsste man ja von vielen inneren Uhren sprechen, weil in jeder Zelle unseres Körpers sitzen solche inneren Uhren. Und das ist etwas, was man in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erst entdeckt hat, dass es überhaupt diese innere Uhr gibt. Am Beginn hat man geglaubt, dass das von außen gesteuert wird, wenn die Temperatur abfällt oder die Dunkelheit kommt, dass der Körper dann sich zur Ruhe begibt. Heute weiß man, dass das zwar Einflussfaktoren von außen sind, aber dass es eine innere Uhr gibt, die die Bereitschaft für diese, zum Beispiel fürs Einschlafen, anhebt, wenn es dunkel wird und am Morgen unser Aufwachen ermöglicht. Und diese Fülle von inneren Uhren, die im Organismus vorhanden sind, die bezeichnet man als Sammelbegriff mit innerer Uhr. Wobei man dazu sagen muss, dass das eine Art Zeitorganismus ist, eine ähnliche Struktur, wie wir es räumlich haben, durch Muskel, Knochen, Sehnen, haben wir auch in unseren biologischen Rhythmen. Der wichtigste Zeitgeber, so bezeichnet man das in der Fachsprache der Chronobiologie, ist das Licht. Licht ist der Zeitgeber, der uns jeden Morgen aufweckt, und zwar ist es vor allem Licht mit einem hohen Blauanteil, das, was wir als Tageslicht kennen. Und dass dieses Tageslicht sollte eben am Morgen und tagsüber vorhanden sein, nicht aber am Abend und in der Nacht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir am Abend uns vor Blaulicht schützen. Und das ist heute eine große Herausforderung, weil wir von Computern und von Energiesparlampen umgeben sind, die einen sehr hohen Blaulichtanteil haben.